Hallo Slotburg-Freunde, wir sind wieder in der Slot Connection an der Vereinsbahn. Wir müssen noch einen Test machen mit unserem BMW M4 GT3 Carrera Digital 124 und dem Audi R8 Evo 2. Welcher Test steht noch aus? Nämlich der magnetlos zu fahren, Lieferzustand ansonsten und diesmal geschliffene PU-Reifen hinten auf der Heckachse. Wie war es vorher in der Boxengasse? Stehen die zwei Kontrahenten schon? Wir haben hier von den Renningenieuren noch eine Notiz gefunden, wie es war mit der magnetlosen Fahrt auf PU-Reifen, aber ungeschliffen. Da war der BMW bei einer 12.1 hier auf der Vereinsbahn und unser Audi war wesentlich schneller mit den ungeschliffenen Ortmann-Reifen bei einer 11,69. Ortmann-Reifen vom Typ her sind aufgezogen auf beiden Fahrzeugen der 64T und in diesem Video sind jetzt die Reifen optimiert. Schleifvideo verlinke ich euch oben, da wird erklärt, was ich gemacht habe an den Reifen. Und jetzt gehen wir dann direkt in den Tracktest, aber vorher werfen wir noch kurz einen Blick auf die Technik. Wir sind in der Boxengasse zur technischen Abnahme. Zum einen haben wir hier den Audi R8, der war schneller und jetzt gehen wir erstmal in die Karosserien rein. Hier original noch richtig schweres Plastik. Wir gehen mal mit der Karosserie auf die Waage und sehen hier eine 72,5 Gramm. Jetzt war es ja so, dass der Audi viel schneller war als der BMW und eine Sache liegt natürlich auf jeden Fall hier im Gewichtsunterschied. Ihr seht, das ist eine 84,2 mit dem Original Plastik hier drin und ihr kennt wahrscheinlich schon meine erleichterte Version. Hier ist das Lexan Inlay verbaut und wir gehen mal damit auf die Waage. Hier haben wir jetzt nur noch 60 Gramm. Das ist jetzt natürlich noch leichter als der Audi. Wir werden in dem Test diese Sachen jetzt aber mal durchtesten. Und zwar erstmal wirklich Lieferzustand gegen Lieferzustand. Wenn sich dann daraus ergibt, dass der Audi wieder so enormen Vorteil hat, werden wir hier noch testen, wobei ich den Test nehme auf jeden Fall noch mit. Dann technische Abnahme möchte ich euch noch weiter zeigen. Werft einfach einen Blick hier mal rein. Alles im Lieferzustand. Die Reifen sind jetzt ein bisschen staubig. Ich habe sie gerade aus dem Slopkoffer raus. Die werden wir noch mal abziehen vom Rennen. Vorderreifen sind auch geschliffen. Rundlauf ist hergestellt. Auf der Rückseite alles original. Wir werden hier noch ein bisschen Schleifer reinigen müssen und ich gehe mal hier mit dem Schraubendreher drüber. Man sieht, keine Magnete verbaut. Wir sind also so unterwegs, dass nur die Heckreifen für unseren Grip verantwortlich sind. Und wie sich das jetzt dann äußert, werden wir gleich auf der Bahn sehen. Wir erwarten jetzt in diesem Test natürlich, dass die neuen Reifen bzw. die geschliffenen Reifen, es sind ja nach wie vor dieselben Reifen, die wir in den anderen Tests hatten, dass wir die Zeiten jetzt aber unterbieten können. Wie viel das sein wird, werden wir gleich an der Bahn sehen. Ich bereite das Auto vor als Mechaniker jetzt. Was heißt es? Einfach mal hier abziehen. Ich komme aus meinem Slotkoffer raus. Das Auto war vorhin auf dem Tisch noch gestanden, auf dem wir gerade gefilmt haben. Und da sieht man, da ist schon einiges vom Start weg drauf. Direkter Vergleich der Reifen. Hier sieht man es schön abgezogen, nicht abgezogen. Und wir werden jetzt einfach dann mal mit den sauberen Reifen starten. Schauen wir mal, wie der Grip so ist auf der Bahn. Der war ja in den letzten Wochen immer sehr gut. Und fahren uns mal ein. Ich würde sagen, 30 Runden BMW, danach 30 Runden Audi und dann nochmal 10-10 in umgekehrter Reihenfolge. Warum, das erkläre ich euch dann gleich. Jetzt werde ich aber hier die Box verlassen und ich hole einfach meinen Slotblock-Werksfahrer. Ich lasse heute fahren und viel Spaß jetzt mit unserem Testfahrer. Die ersten Runden werden hier zum Aufwärmen mit dem BMW gefahren. Die Gripverhältnisse auf der Bahn sehen jetzt aus meiner Sicht, wenn ich so das Auto beobachte, noch nicht optimal aus. Ich schalte mal kurz ins Auto rein zu unserem Testfahrer. Wie sieht's aus? Wie ist die Meinung zum Grip? Ja, also er könnte besser sein. Man muss jetzt wirklich schon sehr, ja, also ich versuche jetzt schon sauber zu fahren, aber kann jetzt in den Kurven nicht so schnell raus beschleunigen, weil ich sonst einfach hinten komplett wegrutsche und das kostet natürlich Zeit. Gut, dann fahren wir jetzt einfach noch sauber. Ich würde sagen, wir fahren jetzt wirklich diese 30 Runden und alle 5 Runden spätestens halten wir an, ziehen die Reifen ab, dass wir wieder unseren Grip haben, um eine konstante Bedingung hier zu schaffen, um dann wirklich die Rundenrekorde fahren zu können. Also ich würde sagen, ziehen wir ab, oder? Ja. Zurück in der Boxengasse. Wir ziehen mal ab, schauen wir mal, ob wir Staub drauf haben. Haben heute ein richtig schönes weißes Klebeband, damit man richtig sieht, was rauskommt. Und es ist schon Wahnsinn. Also von den Rundenzeiten her, wenn man das so sieht, wird es natürlich eng, an unsere Zeit vom letzten Mal heranzukommen. Dann nützt auch der geschliffene Reifen nichts. Wir müssen erstmal diesen ganzen Staub von der Bahn runterkriegen. Wir schauen mal kurz, wie es so aussieht. 75 Runden sind jetzt gefahren. Von den Zeiten her, die gefahren sind, bewegt sich immer wieder mit ziemlich großen Schwankungen.
Aber ich würde mal sagen, wir fahren jetzt mehr Runden hier noch zum Einfahren der Bahn als die angedachten 60. Wir machen die 100 voll und fangen dann erst mit dem Test an. 100 Runden sind gefahren. Tobias steht am Start. Gib Gas, Tobias. Wir starten mit dem BMW und fahren jetzt hier 10 gezeitete Runden mit schön sauberen Reifen. Die Bahn hat inzwischen auch Grip. Und wir schauen jetzt dann einfach mal, wo die Zeiten landen werden. Und dann treffen wir uns wieder in der Boxengasse und werten die ganze Sache aus. Vom Grip her sieht es jetzt schon wesentlich besser aus als auf den ersten Runden, die wir vorhin gefahren sind. Aber vom Geräusch her am Kurvenausgang in den engen Passagen, also vor allem dort, wo es jetzt dann gleich wieder auf das Ziel ist, klingen die Reifen komisch. Achtung, jetzt. Jetzt ist er sehr langsam rumgefahren, dann war das Geräusch natürlich nicht da. Aber so richtig optimal liegt das Auto nicht. Also man sieht es auch, die geschliffenen Reifen haben zwar einen guten Rundlauf, aber zufrieden bin ich jetzt hier nicht mit dem Auto. Mit dem Tobias natürlich schon, er fährt hier sehr schön, fährt am Limit. Mehr geht einfach nicht mit dem Auto, das kann man auch mal gleich dazu sagen. Ich habe jetzt das Auto hier heute noch gar nicht gefahren. Ich möchte einfach nur mal beurteilen, aus dem Blickwinkel hier durch die Kamera. Hier, da war, ist die Stelle. Jetzt hat es sogar zum Abflug geführt. Sowas sollte eigentlich durch das Reifenschleifen schon eliminiert sein. Tobias, wie ist denn dein Eindruck jetzt nach den paar Runden? Ja, also er fährt sich auf jeden Fall schöner als zuvor, das auf jeden Fall. Aber wie du schon gesagt hast, ist er an vielen Stellen noch ein bisschen zu unruhig eigentlich dafür, dass er geschliffene Reifen hat. Also vor allem da vorne beim Ausgang aus dem ersten Geschlängel, sage ich jetzt mal. Ja. Da merke ich, dass ich, egal wie langsam ich durchfahre, er eigentlich immer leicht ausbricht hinten oder leicht hobbert. Und das gleiche vor Start und Ziel, wenn man ein Stückchen zu schnell auf dem Gas ist, dann ist man entweder draußen oder man verliert halt eben viel Zeit durchs Hoppern. Ja, okay, dann hoppern mal weiter. Schauen wir mal, ob die Zeit noch nach unten hoppert. Wir sind halt hier in Franken, das ist ein Fremdwort für alle, die es nicht verstehen. Hoppern ist ja sowas Ähnliches wie Hüpfen. Das Geräusch von dem Auto gefällt mir auch einfach nicht. Das wirkt einfach nicht leichtgängig, nicht weich, nicht rund. Obwohl die Reifen, die sind ja schon mal erledigt, das ist noch irgendein anderes Problem im Auto. Aber ist ja auch klar, ihr erinnert euch, das Schleifvideo, wir haben ja da gesehen, dass ein Rad wirklich unrund ist. Und das merkt man natürlich. Ich finde, man hört es auch, also dieses Hoppern oder Stempeln ist eigentlich auch das Fachbegriff hier im Slot Racing. Das kommt auf jeden Fall von diesem unrunden Rad und das wird man jetzt auch nur dann wegbekommen, wenn man die Achse austauscht. Haben wir nicht schon 10 Runden, Tobias? Es sind schon 13 mittlerweile. Ja, dann würde ich sagen, brechen wir es ab und schauen mal auf die Rundenzeit. So, Tobias, was gibt es hier zu notieren? Ich notiere mir jetzt die Zeit vom magnetlosen BMW mit den geschliffenen PU-Reifen. Das war in dem Fall eine 11,97. Und jetzt probieren wir den Audi aus. Gleicher Zustand, geschliffene PU-Reifen, Magnet natürlich ebenfalls entfernt. Wir stellen jetzt noch auf die Spur 2, damit wir hier die gleiche Spur zum Vergleichen haben. Und jetzt auch wieder 10 Runden und dann schauen wir, wo wir mit dem Audi landen werden. Startfrei, Audi-Test. Jawohl. Der liegt schon mal sehr, ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen gut, weil er bricht jetzt aus, aber er liegt irgendwie anders. Also er fühlt sich eher an wie ein Magnetfahrzeug als der BMW. Man hat hier so einen gewissen Bereich, in dem man eigentlich fahren kann, ohne zu rutschen. Und wenn man den eben verlässt, dann fängt das Auto an, hier zu driften. Aber ich habe auch das Gefühl, er zieht ein bisschen besser als der BMW. Ja, der wirkt spritziger. Und der Franke würde sagen, das Ding hoppert nicht. Ja, das ist richtig. Ja, der liegt insgesamt besser. Aber das hat man beim Schleifen auch ja gesehen. Die Achse vom Audi, die hat sich ziemlich gut schleifen lassen. Da war keine Vibration groß drauf. Anders als beim BMW, da hat man ja den Eindruck, dass der Reifen um 0,5 mm nach oben und unten wackelt beim Schleifen und natürlich deswegen Vibrationen ins Auto reinbringt. Also so jetzt von Bild her, wie das Auto liegt, würde ich sagen, der ist auf jeden Fall um mehrere Zehntel schneller als unser BMW mit der 11,9. Ich vermute mal, das wird eine schnellere 11, ja mittlere 11er Zeit auf jeden Fall. Wie weit wir noch runterkommen mit dem Zustand.
Ich denke mal maximal eine 11-2, aber das wäre schon sehr optimistisch gedacht. Wir werden aber gleich sehen, schwarz auf weiß, was rauskommt. Ja, reicht eigentlich, oder? Ja. Weil dann schreibe ich, die 11,42 sind notiert, die wir jetzt mit dem Audi gefahren sind. Roland hat keine Lust zu fahren, aber er darf auswerten, deswegen gebe ich jetzt zurück an die Rennleitung. Der Werksfahrer, der nicht auswerten will, hat mir die Daten übergeben. Schauen wir uns das Ganze an, was er geleistet hat. Wir waren mit beiden Autos schon mal schneller. Das haben wir erwartet. Was ich jetzt nicht erwartet hätte, dass der Unterschied so klein ist, vor allem beim Audi. Beim Audi vorher 11,69, jetzt 11,42. Also 2 Zehntel schneller, grob geschätzt, fast 3. Aber ich hätte mehr erwartet, ich hätte eine halbe Sekunde eigentlich erwartet. Bedeutet, hier muss man noch weiter schleifen, jetzt dann mal an die Kanten rangehen. Aber wir lassen es mal gut sein jetzt mit diesem Test. Also hat auf jeden Fall was gebracht. Jetzt kommen wir zur Verbesserung vom BMW. Da haben wir nur 1 Zehntel. Aber dieses Ergebnis oder diese Verbesserung von 1 Zehntel ist eigentlich richtig gut und viel besser in Relation zum Audi, weil wir haben ja hier unsere schwere Karosserie drauf. In den letzten Tests, wo der BMW letztendlich langsamer war noch als der Audi auch, hatten wir unseren Leichtbau drin. Und wir machen jetzt nochmal einen Test mit der Leichtbau-Karosserie. Leichtbau heißt Lexan da drin. Und wir schrauben jetzt mal um, Fahrwerk lassen wir gleich und schauen dann mal, was es hier ausmacht. Ob man noch von der Differenz her noch schneller, noch weiter nach unten kommt als 3 Zehntel. Vielleicht ist der dann eine halbe Sekunde schneller insgesamt. Auf jeden Fall, das sieht vielversprechend aus. Wir probieren es. Die Rennleitung, die nicht fahren will, hat das Auto jetzt vorbereitet. Und jetzt gehen wir wieder auf die Strecke. Ich ziehe nochmal ab, natürlich auch rein für die Psyche, dass es sich besser anfühlt. Der Reifen ist ja eigentlich noch frisch. Und Roland hat schon gesagt, er erwartet jetzt eigentlich eine 11,5. Ich schätze eher, dass wir bei einer 11,7 landen werden. Das heißt, ich schaue jetzt mal, ob ich recht habe oder ob ich den Roland enttäuschen muss. Aber das finden wir jetzt raus. Also die Karosserie ist zwar schön und gut, aber unser eigentliches Hopper-Problem ist einfach zu groß, würde ich sagen. Ich glaube, ich schließe mich dann doch deiner Schätzung an. Wenn wir das überhaupt schaffen, ich bin gerade bei einer 11,9. Also, und zwar bei keiner tiefen 11,9, sondern bei einer sehr hohen. 11,984 ist jetzt gerade die Bestzeit nach dem Wechsel auf die leichtere Karosserie. Also im Grunde keine Verbesserung. Ja, sehr seltsames Ergebnis, aber weil man muss ja erwarten, bei so einem Gewichtsunterschied, dass das Auto jetzt wesentlich besser liegt, was es ja auch in der Vergangenheit gezeigt hat, dass es jetzt so komisch ist. Ehrlich gesagt, mir fehlt irgendwie die Erklärung gerade. Hast du eine Erklärung, Tobias? Eigentlich auch nicht, weil wie gesagt, das letzte Mal, als wir mit Lexan gefahren sind, im Vergleich zu ohne Lexan, also zum Original-Inlay, waren wir ja wesentlich schneller. Ich habe jetzt nochmal die Reifen abgezogen, in der Hoffnung, dass es jetzt was bringt, dass ich jetzt vielleicht eine 11,8 wenigstens schaffe. Weil 1 Zehntel sollte da definitiv drin sein. Aber das Auto liegt einfach zu unruhig, dass ich jetzt in den Kurven sage, okay, da gebe ich jetzt noch mal ein bisschen mehr Gas, weil es sonst sofort raus hoppert. Gerade hier hinten ist es halt wirklich schwierig, das Auto ruckelfrei durchzubekommen oder eben stempelfrei durchzufahren. Naja, und da hinten verliert man dann das Heck auch recht schnell. Das war jetzt gerade eine 12.001, also noch nicht mal im sicheren 11er-Bereich unterwegs. Ja. Da wird es schwierig, gleich jetzt auf eine 11,8 zu kommen. Nee, da ist irgendwas faul. Ich denke, wir sollten uns das Auto mal anschauen, vor allem die Hinterachse. Irgendwas passt da überhaupt nicht. Die Runde fühlt sich jetzt gut an. Nee, auch nur eine 11.947. Also ist jetzt bisher die Bestzeit mit dem BMW, aber es ja, fühlt sich nicht sicher und nicht gut an die Zeit. Ja, und dann solche Aussätze. Weißt du, was wir mal ausprobieren, was mich mal interessiert? Wir ändern jetzt mal die Polung der Bahn und fahren mal in die andere Richtung, wie es da aussieht, weil ich habe so eine Vermutung. So, die Polung ist geändert. Wir fahren jetzt einfach mal andersrum und beobachten mal eine komplette Runde das Auto. Das ist jetzt natürlich für mich auch eine sehr große Umstellung. Also ich fahre in den Rennen auch ab und zu mal die andere Richtung, aber jetzt so von einer Sekunde auf die andere. Ja, und als Slotblock-Werksfahrer, da muss man das drauf haben, Tobias. Ja. Du schaffst es. Ein paar Einführungsrunden und dann sollte eben, da. Eben, ich kenne dich ja, das dauert keine 5 Runden, dann läuft es schon wieder. Ich bin ja schon bei einer 12,0, sehe ich gerade. Ja. 11,9, 11, tatsächlich Bestzeit gerade. Okay. Grad.
Aber es fühlt sich nicht schneller an als gerade eben, irgendwie im Gegenteil. Aber ich finde, unser Hopperproblem, das Fränkische, ist in der Richtung weniger. Jetzt die Runde wird jetzt mal richtig auf Zeit geachtet. Oder die nächsten 2, 3 Runden besser gesagt. Ja, hier kommt er gut aus der Kurve raus. 11.860, wir haben ja. Die 11.8. Okay, dann brechen wir mal kurz ab und schauen mal in die Boxengasse, dass ich euch zeige, was ich vermute. So, der BMW ist aufgeschraubt. Ich habe jetzt die Vermutung, dass die zwei Räder, wir haben zwar beide geschliffen, aber die haben zwei unterschiedliche Probleme. Ich vermute, auf einer Seite ist Seitenschlag und auf der anderen ein Höhenschlag. Und die Vermutung bestätigt sich eigentlich sehr schnell, wenn man hier den Reifen mal anschaut. Wir haben hier links außen, wenn man es so dreht, vielleicht sieht man es, ich weiß es nicht, aber hier habe ich einen Seitenschlag drin. Ich versuche mal gleichmäßig zu drehen, dass man es sieht. Und ich sehe, wie der Reifen hier nach links und rechts wandert. Und auf der anderen Seite hier, da ist eher ein Höhenschlag. Und den erkennt man sogar. Ich habe hier nämlich Stellen drin, hier, die sind ziemlich hell. Da kommt es relativ selten dann zur Berührung mit der Bahn. Hier ist auch wieder so ein Punkt, das sind lauter so Punkte, da sieht man, dass das Auto einfach auf dem Rad stempelt. Und jetzt gehen wir noch mal kurz in die Kurven und schauen, ob das logisch ist, was wir jetzt uns überlegt haben mit dem Fahrverhalten, das wir beobachtet haben. Im ersten Fahrtest sind wir hier reingekommen, beziehungsweise der Tobias, und hier kam das fränkische Hoppern zustande. Und hier ist das belastende Rad rechts außen. Und das ist unser Rad mit dem Höhenschlag. Also hier ist die Belastung drauf, hier ist der Höhenschlag, das erklärt dieses Hoppern. Dann haben wir die Polung geändert und fahren in die andere Richtung und kamen hier ganz gut rum. Und hier ist das Rad jetzt belastet mit dem Seitenschlag. Das heißt, ich habe kein Springen, ich würde eher so ein Ruppeln in die Seite rein. Und ist aber nicht so bemerkbar gewesen wie der Höhenschlag. Das war unser Hauptproblem. Und dadurch waren dann die Runden hier viel schöner zu fahren und auch schneller, weil in der Runde das Rad mit der meisten Belastung außen war und dieses Rad hat dann nur den Seitenschlag. Wenn ich andersrum fahre, habe ich das Rad öfters außen mit dem Höhenschlag, macht mir Probleme. Deswegen ist dann die eine Richtung langsamer bzw. schneller als die andere. Fazit des Ganzen. Also man kann auf jeden Fall sagen, das Schleifen bringt uns was. Es bringt was nach unten, hätte mehr erwartet, aber ich habe wahrscheinlich, mein Erfahrungswert ist mit verklebten Reifen und hier haben wir nicht verklebt, das heißt, das Rad dreht sich noch auf der Felge, alles, was ich durch das Schleifen ausgeglichen habe, diese unrunden Lauf der Felge, ist dann natürlich wieder kaputt in dem Moment, wo sich der Reifen auf der Felge dreht. Das wird besonders hier eigentlich sichtbar bei dem Höhenschlag. Ich könnte jetzt hier mit der Achse zwar noch ein bisschen weiterarbeiten, aber ich komme ums Verkleben nicht rum. Das würde ich auf jeden Fall machen, verkleben, dann nochmal schleifen, um den Höhenschlag der Felge auszugleichen. Danach soll das Auto nochmal wesentlich ruhiger sein. Die Frage ist halt, ob es Sinn macht oder ob man jetzt gleich ins Tuning einsteigt. Tuning-Set hier einbaut, 3 mm Stahlachsen, Kugellager, Alufelgen und dann hat man ein ganz anderes Auto als jetzt in dem Zustand. Der Audi, der hat sich ganz gut gehalten. Der könnte man jetzt noch weitergehen und auch mal mit einem Lexan-Inlay arbeiten. Mal schauen, was man da noch rausholt. Kann und natürlich auch noch weiter tunen. Das sind so Sachen, die noch anstehen. Den Test mit den 64T Ortmann-Reifen, den können wir an der Stelle jetzt mal beenden. Da haben wir alle Varianten durch auf der Originalfelge. Und wenn euch die anderen Tests noch interessieren, verlinke ich euch hier im Abspann und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Roland und Tobias von slotblog.de. Tschüss!